B1-Aktion, Stau der Unternehmer. Zeigen wir gemeinsam, es reicht. Ampelfreie Kreuzungen auf der B1 für mehr Verkehrssicherheit, weniger Staus und mehr Gesundheit für Bürgerinnen und Bürger. Das sind die Forderungen von Machtrenk an das Land für den geplanten Ausbau der B1. Bürgermeister Paul Maher hat gemeinsam mit SPÖ, Gemeinderäten und der Bevölkerung am Freitag, dem 7. Juni ab 11 Uhr bei der Sparkreuzung am westlichen Ortsende von Machtrenk mit einer teilweisen Blockade der B1 auf diese Problematik hingewiesen und versucht damit eine beschleunigte Vorgehensweise des Landes Oberösterreich zu erreichen. Thomas, wo sind die Vorteile einer kreuzungsfreien Strecke? Eine kreuzungsfreie Strecke gibt es mehrere Vorteile. Natürlich, dass es zu keinen Staus kommt, dass der Verkehr kontinuierlich bleibt, vor allem die Verkehrssicherheit. Es gibt keinen Begegnungsverkehr. Es gibt auch eine Statistik, was ich in meiner Masterarbeit niedergeschrieben habe und heute auch noch berichten werde. Aber vor allem auch sehr viele ökologische Aspekte, weniger Stickoxide, weniger Feinstoff. Belastung, CO2 als Treibhausgas und so weiter, da gibt es einen Faktor 1:29, was bei Kreuzungen mit Ampeln mehr ist wie bei einer planungsfreien oder ampelfreien Kreuzung. Bürgermeister Paul Maher und Bauamtsleiter Thomas Berndorfer erklärten den anwesenden Menschen sehr ausführlich die Problematik rund um die B1. Herr Bürgermeister, was ist dir beim Ausbau der B1 besonders wichtig? Ja, dass es schnell vorangeht. Ich habe es schon ein paar Mal jetzt erwähnt, bei 80% der Straße sind wir eins. Die Ansichten des Landes Oberösterreich und der Stadtgemeinde Machtrenk. Es geht um die wichtigste Region zwischen Linz und Wels und wirtschaftlich von Oberösterreich. Und wir haben nur mal zwei Kreuzungsbereiche, wo wir eine Lösung uns erarbeiten müssen. Und dass da dann bis jetzt noch nicht die Mehrkosten und Minderkosten am Tisch liegen und die Gesamtkosten, schockiert mich fast vom Land Oberösterreich, dass wir die Zahlen noch nicht wissen. Ich bin trotzdem zuversichtlich und darum heute der freundlicher Hinweis, bitte auch im Sommer zu nützen, dass wir da zu Zahlen kommen, weil wir kennen es. Dann kriegen wir einen Termin kurz vor Weihnachten, dort werden wir sie vielleicht nicht eins und das Jahr ist wieder vorbei. Und wir sind nicht weit auseinander und ein Nadelöhr zu lassen, das hat der Herr Landeshauptmann zu mir unter vier Augen schon gesagt. Bei dieser Straße geht es um mehr als nur eine Straße, es geht um die wichtigste Region. Da geht es um Steuereinnahmen, auch fürs Land Oberösterreich, da geht es um ein Wohngebiet im Zentralraum und wenn man da dann so eine schamvolle Straße nur lassen, nur als Nadelöhr, ist das im Land Oberösterreich nicht würdig. Und man muss auch sagen, da muss wer Verantwortung übernehmen, dass sie da dann stundenlang die Autos stauen. Wir haben jetzt 25.000 Autos bei einer Umsetzung. In 5 Jahren sind das 30.000 Autos. Hoffentlich noch viele Arbeitsplätze mehr, die wir da schaffen. Das werden wir auch schaffen mit den Verhandlungen mit unseren Betrieben. Dann weiß ich, was das für ein Prozedere ist. Wir stehen jetzt schon in der Früh und am Nachmittag. Das wird immer mehr und da stehen unsere Arbeitnehmer, da stehen die Produkte. Und ganz zu schweigen von den Schadstoffen, von der Lärmbelastung, die wir sicher nicht mehr akzeptieren können. Und daher wollen wir 6 Kilometer diese ampelfreie Straßen, 1,5 Kilometer in Tieflage. Und das ist dann eine moderne Straße. Und ich habe es so erwähnt, jeder heute Lebende wird keine andere B1 mehr erleben. Wir machen die einmal im Leben. Und wenn wir die jetzt nicht gescheit machen, dann werden uns die späteren Generationen sagen, die Verantwortung hat irgendwer zu tragen. Und die habe sicher nicht ich. Wir fahren eine moderne Straße, wie ich es jetzt aufgezählt habe. Du sprichst heute von einer freundlichen Kundgebung. Wie schaut die unfreundliche aus? Die unfreundliche ist Totalblockade über mehrere Stunden im Herbst mit Unterstützung der Schülerschaft, die ja jetzt weltweit auch zur Umwelt und zu diesen Schadstoffthemen durchgeführt werden jeden Freitag. Auch wir haben schon Kontakt mit unseren Schulen und mit unseren Eltern und Lehrkräften. Auch wir werden diese Freitagsdemonstrationen dazu nutzen, weil das Leben dieser jungen Menschen kommt noch. Und auch die werden es uns vorwerfen, wenn die Lärmbelastung, man muss es vorstellen, vor 30 Jahren wurde die Umfahrung gebaut und da ist versichert worden vom Land, einen Lärmschutz gesetzlich durchzuführen. Die Gemeinde Machtrenk hat seit 30 Jahren keinen einzigen Meter Lärmschutz.
Das ist ein Skandal, der nicht mehr länger zum Tragen ist. Und natürlich werden wir bei den neuen Plänen auf jeden Meter schauen. Und wenn der Lärmschutz kein 6 Meter Lärmschutzwand ist, sondern ein Erdwall und die Straßen sind 2,5 Meter tiefer gelegt, keine Tunnellösung, die haben wir noch nie verlangt, das haben nur politische Quertreiber verlangt oder ausgesprochen, dann ist das Ganze akustisch besser und von der Schadstoffentwicklung, wenn man 6 Kilometer ohne Stopp- und Go-Verkehr das auslangen findet, und darum kämpfen wir das und das sollte auch unser Ziel sein. Was machen die anderen Parteien an so einem Tag? Seit einigen Monaten ist die Vorgehensweise, wie wir es jetzt im Land Oberösterreich geschickt haben, von allen politischen Ausrichtungen gesagt, das ist das Ziel für die Machtrenker Bevölkerung. Ja, wir sind am Freitag mit dabei, dass heute die Machtrenker Parteien, besonders der Verkehrsreferent, nicht da ist von der FPÖ, ist ein Skandal, ist ein Verrat an der Machtrenker Bevölkerung, und es wurde da mit wirklich großem Applaus angenommen. So geht es nicht. Wir können nicht vorgestern ein gemeinsames Büdel machen und dann fangen wir schimpfen. In den letzten Monaten hat er sich wirtschaftsschädigend zu Firmen geäußert, standortschädlich für Machtrenk ausgesprochen. Heute nicht zu erscheinen, die Machtrenker Bevölkerung da im Regen stehen zu lassen. Also für mich ist da die Position und der Mensch, Vizebürgermeister Michael Fischer, äußerst fraglich, und ich bin wirklich sehr, sehr enttäuscht, dass er da ohne Worte vorgestern noch zugesagt und heute nicht erschienen ist. Also über das werden wir einen Sonderstadtrat einberufen. Da muss es richtig rascheln, weil so werden wir gemeinsam im Machtrenk nichts erreichen, und das kann ich so nicht hinnehmen. Machtrenk geht es sehr, sehr gut. Wir haben nur ein paar Hausaufgaben, und wenn wir da zusammenstehen, wird es auch im heurigen Jahr noch eine Lösung geben. Aber wenn man sich von den eigenen politischen Ausrichtungen, und das ist gut so im Machtrenk, dass es das auch gibt, aber da verraten wird und die Bevölkerung nicht unterstützt wird, das kann ich als Bürgermeister und mit der Mehrheitspartei auch nicht so gelten lassen. Dann sind wir halt die Einzigen, die für diese moderne Straßen kämpfen, und ich hoffe auf Entschuldigungen meiner politischen Mitbewerber in den nächsten Tagen. Bleibt nur zu hoffen, dass bis Herbst eine Lösung für die B1 gefunden wird. Sonst gibt es einen Stau bis Linz und darüber hinaus.